meine Blase. Ach, heute wollen aber auch alle helfen. Sei da vorne leise. Dieser Quallenkönig befindet sich mitten auf dem Weg. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Danke, Kumpelblase. So. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Na denn. Mal gucken, wenn wir den jetzt zu klein dazu haben. Da ist er doch schon. Ich wusste ja, dass der Quallkönig groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Schlag ihn! Wie? Autsch! Oh, wie? Autsch! Oh, Hilfe! Soll ich den schlagen? Oh nein! Das war nicht der Gedanke dahinter. Besiegt. Gut, jetzt brauchen wir sich nochmal. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wie kriege ich den jetzt zu Kleinholz verarbeitet? Ich glaube, ich muss ihn dreimal schlagen oder so, glaube ich, ne? Damit er sein Dings, damit er seine drei Dinger da verliert. Ja, würde ich fast behaupten. Wie krieg ich den denn zu Kleinholz verarbeitet? Blöde Frage, nächste Frage. Los, SpongeBob, es ist dein Geburtstag. Warte, was? Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Wie krieg ich den? Ich hab den doch schon mal bei. Autsch! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Autsch. Wie eine Frühlingsbrise. Da bist du wirklich bereit, es mit dem Quallenkönig. Oh. Autsch. Wie habe ich das denn schon
Wie habe ich das denn eben gemacht? Los, SpongeBob! Los, SpongeBob! Los, SpongeBob! Wie krieg ich den denn? Wie krieg ich den Kollegen zu? Wie krieg ich den denn? Wie krieg ich den denn? Ich hab doch eben schon was hingekriegt. Denn hin? Wie kriege ich den Typen klein? Gibt es da keine Tipps und Tricks, wie es irgendwie möglich ist, das zu machen? Ich bin bereit. Wie geht der Jelly King, also der Qualfkönig? Der muss doch irgendwie zu schaffen sein. Schon mal abgezogen bekommen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Nicht klein, wie soll ich den denn schlagen? Also ich schlag ihn ja. Puh, wie soll ich den schlagen?
wo, wie, was, wo, der, zu welchem Berührer bin ich quasi Bratschwamm. Da bist du wirklich bereit, es mit dem Qualm. Ja, muss ich ja, aber wie? Blöde Frage, nächste Frage. Kriegen wir den noch irgendwie klein rein? Nee, den krieg ich halt nicht so, wie ich den gerne hätte. Oder kannst du den erst dann schlagen, wenn er seine elektrische Ladung gemacht hat und dann draufgehen oder was? Ist das quasi das die Lösung vielleicht? Wenn er seine elektrische Ladung gezogen hat oder kurz danach oder sollte sich wieder auflädt, draufgehen? Das kann natürlich die Idee. Tatsächlich. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Tatsächlich ist genau das die Lösung. Okay, gut zu wissen. Und sobald er die Ladung auf hat. Hast du dich jetzt ein bisschen angepisst, ne? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh. Jetzt komme ich da nicht raus, oder was? So, aber ich muss jetzt irgendwie mal diesen Typen. Aber ich weiß, wie es funktioniert. Also, wie gesagt, den Trigger, bis er da quasi mehr oder weniger sich einmal entladen hat. Und dann fährst du drauf. Aber nicht immer so einfach möglich, ne? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Frisch wie eine Frühlingsblüte. Ich habe auch keine Waffe, wo ich sagen kann, den kann ich mal kurz machen. Ja, aber das kann doch nicht sein. Los, SpongeBob. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Versuchen wir es nochmal. Es ist dein Geburtstag. Genau, so ist es. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob. Wir sind immer noch dabei mit dem Jellyfish King oder dem Quallenfisch König. Den Quallenkönig. Es ist eigentlich recht simpel. Muss ich halt dazu triggern, dass er jetzt hier seine Ladung gibt. Hallo, hier bin ich. Ouch.
gar nicht berühren. Ja, natürlich. Wenn er mich berührt, dann ist er natürlich sofort aufgeladen. Ihr braucht halt quasi meine Minigats. Er darf mich halt nicht treffen. Ah, ja! Das ist es halt. Ich muss halt drüber springen. Und dann fährst du drauf. Da passiert halt genau das. Und ich bin jetzt dreimal hintereinander da reingesprungen. Ich hab's jetzt schon einmal geschafft. Also ich krieg den nicht zum zweiten Mal komplett da. Und das ist es halt. Ich würde halt gerne mal runterkriegen jetzt. Na gut, dass der Checkpoint ist. Ah, Mann! Angesäuert jetzt, das war quasi mehr oder weniger. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, wo hab ich denn hier. Ja, natürlich, bringt er mich genau dann in die Ecke. Ich hatte ihn jetzt schon zum zweiten Mal. Ich hab den jetzt mal. Also, das ist genau das erste Mal das Geheimnis. Da muss ich vielleicht dreimal springen auf dem Ding. Ja, vielleicht eine Idee. Also, vielleicht habe ich eine andere Idee. Dass ich den quasi immer wieder zweimal schlage. Zweimal springen dran und. Boom, boom. Versuchen wir es zumindest. Ouch. Ouch. Nee, das tut mir nicht besser. Sag es dir. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Die Kinder habe ich jetzt schon mal runter wieder. So, dann hat er wenigstens weg. Abgeklatscht. Komm, Blauer, oh Gott, oh Gott. Nennt mich auch Schwamminator. Autsch! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Hab, nicht, nur ganz ehrlich, ich hab ihn nicht. Ja, mach noch mal, damit ich dran kann. Genau das ist es halt. Er darf mich nicht treffen. Dann hätte ich ihn vielleicht. Hab
Scheiße! Mann! Es ist zu früh. Darf ich nicht treffen. Jetzt hab ich ihn. Jetzt kommen wir zu Thaddäus und ihm helfen. Tschüss. Ah, Gott sei Dank. Gelee gefunden. Die Dinger noch mitnehmen hier. Und dann Hammers, liebe Leute. So, kurz die Unterhose da vorne mitnehmen, weil wir haben ja ihn das dritte Mal geschlagen. Ja, das hat jetzt etwas länger gedauert, aber es hat dann am Ende doch funktioniert. Ein neuer Schwamm. Wobei ich wahrscheinlich bis zum Quallenkönig schlagen werde, schneiden werde und dann quasi den in eine Folge packen können. Aber wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben... Warte mal, hat er, glaube ich, das Ding aufgemacht. Das können wir nicht hier runterreißen, oder was? Schenke öffnen ist klasse. Autsch! Hey! Jautsch! Jetzt bitte nicht nochmal irgendwie einen... den Quallenkönig nochmal neu machen. Doch, den musst du jetzt nochmal komplett neu machen. Nein! Gucken. Ja. Wollte gerade sagen. Ich weiß. Ja, aber auch. Fallwender! Witzwender haben wir geholt, Fallwender. So, jetzt haben wir die eine Kiste noch hier. Oh, tschüss. Hä? Wo ist fertig ist noch, ne? Das ist hier links. So, den King habe ich schon erledigt. Jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie häufig zurückkomme. Zurück jetzt. Jetzt bin ich von der Rutschbahn runter. Bin jetzt besiegt oder was? Achso, vielleicht auf das Ding da oder vielleicht. Jetzt hat vielleicht mich da runter schickt wieder. Exit, ja. Lesen hilft manchmal. So, Thaddäus. Oh, ja. Oh, das fühlt sich schon viel besser an. Für meinen besten Freund tue ich doch alles. Soll ich dich einreiben? Was wäre, wenn ich dir einfach den hier gebe? Jo, dann holen wir uns den doch. Dann haben wir lange gebraucht, aber wir haben das Ding erledigt. So, jetzt muss ich nur hier wieder zurück. Nimm das! Wir sind jetzt, glaube ich, wieder auf dem Anfang, ne? Nimm das, blöde Roboter. Gut, da waren wir schon in dieser Höhle.
Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder hier rauskommen irgendwo. Oder bin ich das jetzt... Sehe ich das jetzt falsch? Genau, da vorne sind wir. Da müssen wir hin. Natürlich, genau da müssen wir hin. Und dann sind wir fertig. Und rennen zurück nach Bikini Bottom. Ja, und dann haben wir das durch, das Ding. Ne? Ja, ich schneide euch den Quallenkönig mit dabei, also zusammen auf jeden Fall. Da tänge ich mit rein. Ja, perfekt. Haben wir Bikini Bottom erledigt. So, Kumpelbasis hier. Jellyfish Fields. Wir haben jetzt fast 7000 von den... Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. So, was haben wir jetzt mal da vorne noch? Haben wir, wie viel haben wir denn jetzt auf dem Pfannwender? Achte. Scheiße, zwei. Schenke öffnen ist klasse. Die brauchst du 15? Bloß mir fehlt noch. Hier vorne könnte ich weitermachen, genau. Warte mal, ich habe ja hier noch. Du willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Dann machen wir das doch einmal. Wir wollen den 9. So, ich habe ja noch. Wir bestimmt hin. Du willst also. Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Wir holen uns jetzt den Zeb. Wir haben jetzt 6500. Ich meine, wir finden eben mehr oder weniger genug. Das heißt, wir können jetzt rein theoretisch sogar. Warte mal. Wo war denn der 10er? Wo war das? Hier. Ne, 15. Scheiße. Hier vorne war aber einer, glaube ich, der 10 hatte. Genau. Das wäre Laguna. Die haben wir jetzt freigeschaltet, mehr oder weniger. Das heißt, wir können jetzt nicht die 5 da vorne machen. Und würde dann in der nächsten Folge, würde dann die Laguna mal angehen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play SpongeBob.